Dankeschön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, die Koalitionspartner haben in ihrer Koalitionsvereinbarung eine Konkretisierung der Regelungen im Bereich der Befeuerung von Windkraftanlagen festgeschrieben. Der Minister und auch der Ausschussvorsitzende haben ja erwähnt, dass es bereits im Vorfeld eine UVP-Pflicht gab, die allerdings eher unkonkret war. Und nun haben wir in der Koalitionsvereinbarung geregelt, dass wir dies vereinfachen wollen und im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger im Land verbessern wollen. Dies ist sicher nicht das Allheilmittel, aber doch ein wichtiger Baustein, um die Beeinträchtigungen, die mit dem Bau von Windkraftanlagen einhergehen, abzumildern. Wen stört es nicht, wenn man das Blinken der vielen Windkraftanlagen wahrnimmt? Dass dieser Zustand in Zukunft für neue Windkraftanlagen der Vergangenheit angehören soll, ist ein Erfolg. Erst letzte Woche habe ich mit dem Herrn Kollegen D'Acunha von der SPD-Fraktion einem System in der Prignitz angeschaut, eine Region, was die Zahl der Überflüge angeht, etwa mit unserem Bundesland vergleichbar ist. Das dort installierte System sorgt dafür, dass die Anlagen etwa zu 95% der Zeit nicht befeuert werden. Das ist eine Größenordnung, die ich persönlich für sehr zielführend halte und mich auch persönlich zufriedenstellt. Ich will an dieser Stelle aber nicht alle Details der Verhandlungen wiedergeben, sondern lediglich die Positionen, die meiner Fraktion besonders wichtig waren, erläutern. Freiwillige Lösungen wären auch uns lieber gewesen, aber die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass dies nicht funktioniert oder auch von den Akteuren vor Ort bewusst umgangen werden. Auch das wurde hier schon mehrfach wiedergegeben. Ziel meiner Fraktion war es daher sicherzustellen, dass künftig möglichst jede neue Windkraftanlage in neu auszuweisenden Windeignungsgebieten bedarfsgerecht befeuert wird. Aus diesem Grund haben wir für die Ausnahmetatbestände hohe Hürden geschaffen. Aus Sicht der Betreiber sind die von uns angestellten Anforderungen wirtschaftlich nicht darstellbar. Aber ich bin mir sicher, dass die zusätzlichen Kosten bei künftigen Ausschreibungsrunden aufgrund der hervorragenden Voraussetzungen bei uns im Land mit abgedeckt werden können. Sehr geehrte Damen und Herren, um Akzeptanz für neue Vorhaben zu schaffen, muss man eine Lösung finden, die allen Seiten hilft. Ein neues Windeignungsgebiet hat nach den aktuellen Kriterien der Raumordnung etwa mindestens 35 Hektar Größe. In so einem Gebiet entstehen in der Regel 5 Windkraftanlagen. Deshalb war es uns besonders wichtig, dass diese Zahl als Bezugsgröße gewählt wird. Eine theoretische Möglichkeit der bedarfsgerechten Befeuerung durch Zahlung eines Ablösebeitrages in Höhe von 100.000 Euro zu entgehen, greift also in jedem Fall nur dann, wenn weniger als diese 5 Anlagen errichtet werden sollen. Die zusätzlichen Hürden schließen mögliche Schlupflöcher, die Projektbetreiber nutzen könnten, um die Ziele des Gesetzes zu umgehen. Beispielsweise wäre dies möglich gewesen durch Aufsplittern des Vorhabens in mehrere Bauabschnitte, durch die Wahl von mehreren Betreibergesellschaften oder durch die Wahl von unterschiedlichen Rechtsformen denkbar gewesen. Durch unsere Regelung wird auch dies ausgeschlossen. Das letzte Wort, ob eine Ablösezahlung jedoch zugestimmt wird, bleibt aber in jedem Fall beim Ministerium und das halte ich auch für richtig. Sehr geehrte Damen und Herren, Bestandsanlagen genießen nach wie vor einen Vertrauensschutz. Dort können die Betreiber nicht gezwungen werden, neue Systeme nachzurüsten. Bei einer Lückenbebauung, wenn beispielsweise bereits 15 Windkraftanlagen leuchten, macht es aus unserer Sicht deshalb keinen Sinn, dass dann eine neue zusätzliche, in dem Fall 16. Windkraftanlage, bedarfsgerecht befeuert wird. Daher haben wir für diese Fälle die Möglichkeit der Ablöse eingeräumt. Mit diesem Ablösebeitrag kann anschließend gearbeitet werden, ein Topf gebildet werden, mit dem zukünftig dann mehrere Altanlagen ebenfalls bedarfsgerecht befeuert werden. So, und nun zu Herrn Obereiner. Ich sehe ihn jetzt gerade gar nicht mehr, kann ich ihm diesen Exkurs gar nicht mitgeben. Aber unsere Regelung, was die Abstandsflächen angeht, bedeutet ja in keinster Weise, dass wir weit, ach, da ist ja Herr Obereiner, schön, dass Sie da sind, kann ich Ihnen noch mal was erklären, wie Windkraftplanung bei uns im Land stattfindet. Abstandsflächenplanung, das heißt die berühmten 800 oder 1000 Meter, sind Teil der Raumordnung. Das heißt, wenn neue Windeignungsgebiete ausgewiesen werden, ist dort die Regelung, dass 800 oder 1000 Meter Abstand zur Wohnbebauung eingehalten werden müssen. Mindestens, kann auch immer mehr sein. Wir haben ja von der 7H-Regelung gehört, die in einigen Planungsverbänden greift. Aber in der Regel ist es mindestens 800 oder 1000 Meter. Und erst wenn wir dann rechtskräftige Windeignungsgebiete haben, besteht überhaupt die Möglichkeit, einen Genehmigungsantrag laut BÜMSCH zu stellen und Windkraftanlagen
vom Stalu genehmigen zu lassen. Das fand erst in dem Tag statt, wenn wir eine abgeschlossene Regionalplanung haben. Und genau da ist nämlich der Punkt. Wenn wir dann im Genehmigungsverfahren sind, sind die Abstandsflächenregelungen und die Abstände zur Wohnbebauung eindeutig geregelt. Nee, das kann man nicht in der Landesbauordnung regeln, weil wir ein unterschiedliches Verfahren haben. Wir haben die erste Stufe, das ist die der Regionalplanung. Dort werden die Gebiete festgelegt, wo Windkraftanlagen überhaupt gebaut werden können. Das ist in der Regel 1% der Landesfläche nach aktuellem Stand. Und in dem zweiten Verfahren geht es ums BIMSCH-Genehmigungsverfahren. Dort wird geregelt, wie die Windkraftanlagen genehmigt werden. Dort sind ungefähr 15 Behörden zu beteiligen. Unter anderem wird dort eben auch die untere Baubehörde befragt und da wird gesagt, Baulasten müssen gewährt werden und genau dieses Thema wird in der Landesbauordnung gelöst und nichts anderes. Und das ganze Thema Brandschutzplanung, was Sie hier angesprochen haben, ist auch ein Punkt, der im Genehmigungsverfahren angesprochen wird. Da wird ganz klar gesagt, für jede Windkraftanlage muss ein Brandschutzplan bestehen, da muss ganz klar geregelt werden, wie die Anfahrtswege geregelt werden. Ja, haben Sie eben nicht gesagt. Sie haben erklärt, über die Landesbauordnung wird geklärt, wie weit der Abstand zur Wohnbebauung ist. Und das ist eben völlig falsch. Ja, dann lese ich Sie nochmal genau durch und dann werden Sie sehen, dass Sie da eben die Unwahrheit erzählt haben. Das ist so. Eigentlich braucht man sich damit gar nicht auseinandersetzen, aber... So, warum wir diese Regelung überhaupt gemacht haben, darüber würde ich vielleicht nochmal gerne ausgehen. Bisher galt die Regelung, wie wir sie ja beschlossen haben, nur für bestehende Windeinungsgebiete. Bestehende Bebauungspläne oder auch Flächenordnungspläne waren von dieser Regelung ausgenommen. Wir haben allerdings in einigen Planungsverbänden mittlerweile diese sogenannte planerische Öffnungsklausel, die wir eingeführt haben, wodurch es ja möglich wird, dass zukünftig auch alte Windeinungsgebiete, die zukünftig ja nicht mehr unbedingt bebaut werden können, durch bestehende B-Pläne, wenn die Gemeinde das dann möchte, weiterhin Bestand haben. Und eben um hier auch eine rechtliche Gleichbehandlung sicherzustellen, mussten wir an diesem Punkt auch eine Änderung herbeiführen, weil wir sonst auch an diesem Punkt nicht rechtssicher gewesen wären. Und das ist der einzige Grund, warum dieser Punkt geändert worden ist. Und Sie haben es ja richtig gesagt, alle Vorredner, mit diesen Abstandsflächen geht es eben darum, wir vergleichen hier nicht das Thema Wohnbebauung, wo wir ganz klar sagen, dort sind Abstandsflächen sehr wichtig, weil wir eben das Thema Brandschutz berühren müssen, weil wir Schutzinteressen der Nachbarn zu wahren haben. Das ist eben aufgrund der Bauweise von Windkraftanlagen eben gerade nicht der Fall, weil Windkraftanlagen immer grundsätzlich alleine für sich stehen und immer mindestens einen Abstand von 300 bis 400 Metern zur nächsten Windkraftanlage haben und grundsätzlich auch nur im Außenbereich errichtet werden können. Das sind die Fakten und da braucht man hier nicht falsche Sachen zu diesem Thema sagen. Ja, so viel dazu, um diese Themen zu reden und im Endeffekt bin ich dann auch schon am Ende meiner Rede. Ich freue mich, dass wir als CDU, die ja, ich sag mal, im Farbenspektrum ja eher die Schwarzen sind, uns freuen, dass in Zukunft das Land in diesem Fall ein wenig dunkler wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche der Debatte noch einen interessanten Verlauf. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt für die Fraktion